Guten Tag aus Berlin. Mein Name ist Oliver Santen vom Bankenverband. Und eigentlich hätten wir beim Bankenverband in dieser Woche eine ganz besondere Woche gehabt, denn am Donnerstag hätte unser Bankentag stattgefunden mit bis zu 800 Gästen aus dem In- und Ausland mit vielen tollen Rednern. Aber die Corona-Pandemie hat uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und damit auch den ersten Auftritt des neuen Bankenpräsidenten nicht möglich gemacht. Deswegen freue ich mich jetzt, dass der Scheidende und der neue Präsident jetzt zugeschaltet sind. Einmal Hans-Walter Peters, 4 Jahre unser Präsident aus Hamburg. Er steht bei Berenberg. Und Martin Zielke, der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank in Frankfurt. Herr Peters, schön, dass Sie da sind. 4 Jahre standen Sie an der Spitze unserer Organisation. Sie hatten eine Menge zu tun. Jetzt treten Sie in gewaltigen und unruhigen Zeiten zurück. Ist da auch ein Stück weit Erleichterung bei Ihnen dabei? Nein, das kann man nicht sagen. Diese Corona-Krise ist ja etwas, was uns täglich beschäftigt. Und insofern ist das eigentlich unabhängig davon. Aber der Zeitpunkt stand fest und deswegen ist das so. Und ich weiß, dass wir mit Martin Zielke jemanden haben, der das hervorragend fortsetzen wird. Es gab in den letzten Jahren eine Menge Themen, Herr Peters. Gibt es was, worauf Sie besonders stolz sind? Naja, wir haben etwas, was ich schon sehr positiv finde. Wir haben die HSH unterstützt bei der Privatisierung. Ich hoffe auch, dass dieser Prozess klappt. Und das ist ja auch der richtige Weg aus den staatlichen Händen in private Hände. Dann muss ich sagen, wir waren zu Beginn ein reiner Herrenclub im Vorstand. Und heute haben wir immerhin 2 Damen dabei mit Frau Blessing und Gräfin Schmetto. Also insofern ist der Verband weiblicher geworden und die Einlage. Sicherung haben wir auch reformiert. Das war sicherlich notwendig, auch wenn man heute dieses Umfeld sieht, war das eine wichtige Entscheidung. Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger? Meinem Nachfolger wünsche ich, dass er die Themen, die jetzt anstehen, natürlich fortsetzt. Ich kenne Martin Zielke, ich weiß, dass er die Durchsetzungskraft hat und auch die Kompetenz, was ja ganz wichtig ist, dass man die ganzen Themen, die im Augenblick auf dem Tisch liegen, auch versteht. Das ist natürlich bei Martin uneingeschränkt gegeben. Also insofern ist da nicht viel zu wünschen. Ich weiß einfach, dass er das gut macht. Herr Zielke, Sie können gleich retournieren sozusagen. Was möchten Sie Herrn Peters noch zurufen? Na, zuallererst mal meinen ganz herzlichen Dank. Hans-Walter Peters, das ist eben schon angeklungen, hat den Verband in einer wirklich schwierigen Zeit mit Umsicht und mit sehr klaren Zielen geführt. Das habe ich immer begleiten können, auch im Vorstand. In seiner Amtszeit hat er wirklich viel angepackt und ganz viel umgesetzt. Auch das, glaube ich, ist wichtig. Und auch das ist eben schon angeklungen, er hat den Verband bis hierher gut durch diese Corona-Krise geführt und war immer, auch in dieser Krise, eine wirklich deutliche, klare Stimme der privaten Banken. Und ich möchte aber Hans-Walter ganz persönlich noch an dieser Stelle sagen, wir haben in dieser Zeit, in den letzten Jahren ja auch persönlich eng zusammengearbeitet und ich muss sagen, ich habe mich immer wieder auch auf deinen persönlichen Rat verlassen können. Dafür möchte ich mich in dieser Situation hier auch ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank dafür. Herr Zielke, was haben Sie sich vorgenommen für Ihre Aufgabe als Bankenpräsident? Na, ich will vor allem klar machen, wofür wir als Banken stehen und welche Bedeutung wir für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft wahrnehmen und haben. Zunächst mal ist es natürlich in dieser Krise unsere Aufgabe, in der Krise zu helfen. Das tun wir. Und das werden wir auch weiter nach Kräften tun. Wir finanzieren Unternehmen, und wir sorgen dafür, dass ihre Liquidität aufrechterhalten wird. Das ist gerade in dieser historischen Krise von unschätzbarem Wert und überlebenswichtig für die Unternehmen. Und denken Sie dran, es gibt über 140 Millionen Girokonten in Deutschland, mehr als Einwohner. Das heißt, praktisch jeder hat finanziellen Zugang und ist finanziell erreichbar, schnell, unkompliziert und kostengünstig. Das alles zeigt, Banken sind wichtig für ihre Kunden. Niemand sonst kann das leisten. Banken haben eine wirklich unerlässliche Funktion in der Wirtschaft und für die Gesellschaft. Ich finde, darauf können wir stolz sein und das sollten wir auch laut sagen. Was ist aus Ihrer Sicht, Herr Zielke, die größte Herausforderung für die nächsten Jahre? Naja, also aus heutiger Sicht, die größte Herausforderung ist natürlich diese Krise. Zunächst mal müssen wir unseren Kunden, den vielen tausend Unternehmen und deren Mitarbeitern durch diese historische Krise helfen.
Und unsere Mitarbeiter, ob nun im Homeoffice oder im Büro, machen dabei einen wirklich großartigen Job. Wir müssen aber sicherlich auch die Lehren aus dieser Krise ziehen und so uns ein Stück weit auch für die Nachkrisenzeit, für die künftige neue Normalität vorbereiten. Das heißt, wir müssen natürlich Digitalisierung weiter vorantreiben. Wir müssen die Regulierung der Banken, gerade auch mit den Erfahrungen aus der Krise, auf ihre Effektivität prüfen. Und davon bin ich fest überzeugt, wir müssen auch den Weg zu einem einheitlichen Europa gemeinsam weiter vorantreiben. Letzte Frage an Sie beide. Fangen wir an bei Herrn Peters. Derzeit arbeiten viele Ihrer Mitarbeiter, aber auch in ganz Deutschland im Homeoffice. Herr Peters, wie halten Sie es? Mehr Bank, mehr Homeoffice oder eine gute Mischung? Das ist eine gute Mischung, aber tatsächlich noch mehr Bank. Herr Zierke, wie ist bei Ihnen? Ja, bei mir auch abwechselnd. Relativ viel Homeoffice. Wir haben im Vorstand Split Operations eingeführt, sodass immer die Hälfte der Kollegen hier im Büro sind, die andere Hälfte im Homeoffice. Das funktioniert auch ganz gut. Technisch zeigt das, was heute möglich ist. Es zeigt aber auch was anderes. Es zeigt aber auch, wie wichtig persönlicher Kontakt zwischen Menschen ist. Und das fehlt uns natürlich bei dieser Homeoffice-Situation. Und es zeigt auch, dass die Zukunft eben digital, aber auch persönlich bleiben wird. Ganz herzlichen Dank nach Frankfurt, ganz herzlichen Dank nach Hamburg. Danke für Ihr Interesse. Viele Grüße aus Berlin. Und das Wichtigste in diesen Zeiten, bleiben Sie gesund. Tschüss.